und herzlich willkommen zur Pressekonferenz des Regionalliga-Punktspiels 1. FC Lokomotive Leipzig gegen FSV Luckenwalde. Zweiter Spieltag, das Spiel endete 1:1 unentschieden und 4.017 Zuschauer haben das Spiel beigewohnt. Wie immer die Einschätzung zum Spiel, als erstes der Gästetrainer, Michael Braune, bitteschön. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich halte mich relativ kurz. Alle haben ja das Spiel gesehen. Ich finde, in der ersten Halbzeit sind wir sehr, sehr gut reingekommen. Ich glaube, alle haben gesehen, was wir mit dem Ball machen wollen. Machen in dieser Phase auch durch eine kleine Umschaltsituation das 1-0 in meinen Augen zu der Phase, in der Phase auch gerecht. Verlieren dann den Faden und der Druck von Lok wird immer größer. Und hatten dann schon 20, 30 wilde Minuten und ja, in der zweiten Halbzeit war es dann ähnlich. Die ersten 20, 30 waren ja, geprägt von vielen langen Bällen und so weiter. Und dann macht Lok sicherlich auch gerechterweise das 1-1. Und danach hatten, glaube ich, beide Mannschaften so ihre Phasen, wo sie ein bisschen besser waren. Große Chancen habe ich jetzt auf beiden Seiten nicht gesehen. Ich glaube, bei Lok waren es 1-2. Ich glaube, wir haben Abschluss. Wenn der nicht abgeblockt wird, dann liegt da auch ein Tor. Von daher finde ich, dass das hier ein gerechtes Unentschieden war. Bin sehr zufrieden, dass wir mit dieser Wucht, die Lok natürlich entfachen kann mit ihren großen Spielern und diesen vielen langen Bällen, dass meine junge Mannschaft dem Druck standgehalten hat. Von daher ist das wieder ein Entwicklungsschritt nach vorne für meine junge Mannschaft. Wir waren wieder sehr, sehr jung unterwegs. Und wir müssen zusehen, dass wir unseren Matchplan länger beibehalten, daran einfach nur glauben und immer daran festhalten. Ich glaube, dann werden wir zeitnah auch mal 3 Punkte feiern. So sind wir nach 2 Spieltagen ungeschlagen, bin ich nicht unzufrieden mit. Von daher, ja, noch alles Gute, freue mich aufs Rückspiel. Danke. Vielen Dank. Und auch natürlich die Worte von unserem Trainer Jochen Seid. Bitte schön. Ja, zuallererst mal ein wunderschönes Hallo. Der Gästetrainer hat natürlich schon einiges vorweggenommen. Ich sehe es ähnlich. Ich glaube, die ersten 20 Minuten haben wir im Spielaufbau zu viele Fehler gemacht, zu viele einfache Fehler auch, wo wir dann auch nicht mehr ausbügeln konnten beim 1-0. Das war sehr ärgerlich, weil den Ballverlust muss man dann einfach vielleicht auch mit dem taktischen Foul dann dementsprechend dann auch unterbinden, den langen Ball hinter die Kette. Dann gehen wir unglücklich dann auch 0-1 im Rückstand. Ich glaube, die Mannschaft hat da eine tolle Reaktion gezeigt. Wir haben immer wieder angetrieben, machen dann auch folgerichtig, glaube ich, das 1-1. Wir hatten vorher schon, glaube ich, die eine sehr gute Chance, wo auf der Linie geklärt wird von Luckenwalde. Aber ansonsten war ich mit der Intensität auch soweit zufrieden. Dann zweite Halbzeit war es ähnlich. Wir haben, glaube ich, alles versucht. Wir hatten eine sehr hohe Intensität, sind angelaufen, haben Ballverluste provoziert. Das Einzige, was dann im Endeffekt nicht so gepasst hat, war das Spiel im letzten Drittel. Da haben wir zu wenig Wucht entfacht. Und wir hatten trotzdem die 2-3 guten Chancen, wo der Ball durch einen Fünfer fliegt oder auch durch einen 16er fliegt, wo einfach keiner da war, wo wir dann einfach präsenter sein müssen. Hatten auch eine tolle Kombination, wo Dombrova schießt, wo der Torhüter gut hält. Also wir hatten schon unsere Aktionen gehabt nach vorne. Hinten waren wir relativ stabil gestanden, bis, glaube ich, auf eine Umschaltaktion. Insofern war ich mit der Intensität und mit dem Spiel eigentlich zufrieden soweit. Mit dem Ergebnis, ja, schlussendlich müssen wir damit leben, aber ja, wir hätten uns natürlich gerne 3 Punkte zum ersten Heimspiel gewünscht. Aber ja, deswegen hat man ja auch einen guten Gegner heute gesehen, der auch das wirklich gut gemacht hat. Ja, insofern leben wir jetzt erstmal mit dem 1-1. Ich denke mal, der Start ist jetzt mit 4 Punkten ja, gelungen. Und jetzt hoffen wir halt, dass wir am Freitag 3 Punkte daheim behalten und dann die ersten 3 Punkte auch zu Hause einfahren. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Hallo, gibt es Fragen? Nein. Doch, kurzer Einschätzung vielleicht zu dem 1-1 von heute mit zu dem heute. Ja, ähnlich. Also wir hatten auch da eine richtig, richtig gute Strafphase. Jetzt hatten wir aber deutlich mehr klare Chancen im gegnerischen Strafraum. Ich glaube, wenn wir ein bisschen weiter sind, ein halbes Jahr hoffentlich, das ist uns nicht so entwickeln, dass wir halt so ein Spiel einfach zumachen, wie heute ist. Diese klaren Chancen hatten wir heute nicht. Ich glaube, wir haben alle gesehen, dass wir mit 3 Schritte wie jeder und auch eine Qualität. Von daher, ja, ähnliches Spiel, viel. Ja, wir gehen nicht so schnell und das Spiel einfach her, weil der Druck war gar nicht so da. Ich glaube, wenn wir auch ungepasst sind über Palme und so weiter, dann hat sich Lok dann halt auch schon irgendwo
hohen Anhalten hier gefunden und die wollen zu viel Druck einspielen und so weiter, weil Sachen mal finden, die gar nicht da sind. Und ich glaube, das wäre ruhiger werden. Aber ich glaube, heute haben wir zwei Spieler debütiert in der vierten Liga. Einer davon aus dem eigenen Nachwuchs. Ich glaube, das ist mittlerweile im vierten Jahr das zehnte Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der für die vier Liga-Minuten sammelt und unter Nachwuchs steht. Dann weiß ich nicht, bei euch ist das Thema wahrscheinlich Sachsenliga, also nicht mal Regionalliga ab 19. Von daher ist es auch ein schöner Tag im Verein, dass wir wieder einen eigenen Spieler entwickelt haben. Und den Kaufmann genauso. Also, wir müssen da hinkommen, dass die Spieler entwickeln. Es geht ja nur der Spielzeit und kannst du dich ein bisschen beruhigen. Also, gib denen uns mal noch 10 Spieltage, dann kann es schon ein bisschen besser sein. Danke. Dankeschön. Weitere Fragen? Dem ist nicht so. Tippspielgewinner gibt es diesmal auch nicht. Und ansonsten, Jörg hat es angekündigt, am Freitag ist schon die nächste Gelegenheit, Heimspiel gegen Lugenwalde. Gegen Eilenburg, Flutlicht. Kommt alle zahlreich vorbei und tschüss, Jungs. Und ansonsten, schönen Sonntag, Nachmittag, genießt das Wetter.